Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Halbmond zwischen logischerweise Sonne und Mond, weil Halbmond kann sich eben nur auf Sonne und Mond im Verhältnis, im Wechselspiel zueinander beziehen. Und es gibt hier natürlich noch eine Sonderinformation, denn sowohl Sonne als auch Mond sind noch zusätzlich besetzt. Und zwar auf der Sonne sitzt Pholus. In etwa, ja. Wir haben hier die Sonne auf 8 Grad 18 und wenn wir hier schauen, Pholus, kann man das lesen? Sind wir da? Nein, kann man nicht lesen. Erst jetzt kann man es lesen. Pholus steht hier 6 Grad 40 im Steinbock. CP heißt Capricorn, also Steinbock. Du weißt, der Unternehmen Capricorn, ja, das war damals die Mondlandung im Studio, ja, ganz witzig. Und das heißt, hier haben die Stadtzipaten natürlich jetzt ein Problem. Denn wofür steht Pholus? Was habe ich mir da aufgeschrieben? Da habe ich mir aufgeschrieben, Kontrollverlust, unüberlegte Handlungen, treibt zu Veränderungen, unerwartete Grenzsituationen, Enthemmung, altes Leben abstreifen, herauswachsen aus dem Alten. Naja, also das heißt, die haben es jetzt sicher nicht leicht und ich würde sagen, in deren Haut will momentan niemand stecken. Also diese Haut ist sehr, sehr günstig erhaben, erhalten, erschwingen, was auch immer, erreichen. Mond 8 Grad 18 und der ist besetzt mit dem Fixstern Algenib. Ja. Algenib, das heißt, glaube ich, der Flügel, ja, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, da geht es ja Flanke, die Flanke des Pegasus. Pegasus, das fliegende Pferd, wurde damals auch genannt der Orgon-Akkumulator eines, ja, Nostradamus. Die haben damals eben noch mit Schafwolle und Kupfer gearbeitet. Was ich weiß, war der Pegasus des Nostradamus ein fünfschichtiger Orgon-Akkumulator, ja, wenn man weiß, um was es geht, dann versteht man damit auch Zeitreisen machen zu können. Naja, wie gesagt, wir haben hier 600 erfahrbare Welten und unsere lineare Zeitvorstellung ist ja Blödsinn, ja, aber das macht nichts. Wir werden damit am Schmäh halten, aber ist egal, so sind die Dinge und ich schließe mich dieses Mal nicht der Meinung eines Vivian Robson an, ist ein Mann gewesen, mit Mond Unehre, Verlust durch Skandale, Ausweisung oder zur Flucht gezwungen werden, schwache Gesundheit. Naja, die schwache Gesundheit kann ich bitte herauslesen aus Mond Spitze 6 des Hauses, also das ist jetzt keine große Hexerei. Oder auch die Bevölkerung im Banne des Frostschutzes kann ich da auch sehr leicht herauslesen. Ich würde sagen eher Wehloff, Johannes Wehloff, das gefällt mir schon besser. Und zwar betont er hier, die merkurielle Kraft ist nach Wehloff bei Algenib stark, hochgeistig, gehen wir weiter, hier weiter rüber, hochgeistig und durch die gleichzeitig vorhandene marsische Kraft aktiviert. Und hier ein Frank Felber schreibt, unter Algenib gefällt mir auch besser, scharfer Verstand hier. Scharfer Verstand, mit Hilfe des Verstandes einen Sieg erringen und sich behaupten, seine Kraft einsetzen, um sich weiterzubilden. Also das gefällt mir wesentlich besser. Also das heißt, auf Seiten der Bevölkerung haben wir hier sozusagen den Weiterbildungsfaktor, während wir auf Seiten der Stadtzipaten den Ernüchterungsfaktor haben, sozusagen den Kontrollverlustfaktor. Und das ist eine Königsinformation. Kontrollverlust für die Stadtzipaten, ohne jetzt Pholus mit einzubeziehen, wäre mir sehr wahrscheinlich die Kerninformation von der Sonne entgangen. Und wir sehen hier das Stellium zwischen rückläufigem Merkur, also geschwächt, Venus und Pluto. Dröseln wir diesen Aspekt einmal auf, und zwar, wer ist der rückläufige Merkur, wer ist hier geschwächt? Spitze 11 des Haus in der Jungfrau, also Merkur beherrscht, und Zwillinge sind eingeschlossen im achten Haus, das heißt ein verborgener Niedergang. Ein verborgener Niedergang von wem? Elftes Haus. Das heißt, hier handelt es sich um die Europäische Union, um verbündete Staaten, um befreundete Staaten, die hier sozusagen im dritten Haus
das heißt in unserer Wirtschaft, bei unserem Handel, einen großen Eindruck hinterlassen, aber einen negativen Eindruck. Natürlich sind das auch dann wegbrechende Handelspartner, ist ja logisch, oder? Das heißt, wenn hier 8. Haus mit 11. Haus wirkt, hat das bei uns auf wirtschaftlichem Gebiet einen Niedergangseffekt. Also das heißt, alleine der Merkur hat hier schon die Botschaft rübergebracht. Aber wir haben noch einen zweiten Poach-After, und zwar der zweite After ist hier die Venus, und zwar Venus als Herrscherin des 8. Hauses und auch als Herrscherin des 12. und 1. Hauses. Ganz spannende Botschaft. Was heißt das? Das heißt, nicht nur die verbündeten Staaten der Europäischen Union erleiden einen Schwächeanfall, nein, sondern auch wir, ja? Weil Venus ist ja Geburtsregentin, auch wir sind von Schwindsucht betroffen. Das heißt, wir sehen hier Venus Herrscherin des 8. Hauses und natürlich auch Großteil des Stieres stehen 7. Haus. Das heißt, wir sehen, dass ja nicht nur wir, sondern auch internationale Handelspartner davon dramatisch betroffen sind. Ja? Und wir sehen auch hier, auch wenn man noch so viel lügt und vernebelt, ja, die Nebelmaschinen, die leisten jetzt Übermenschliches. Ja, Maschinen sind auch nur Menschen. Das heißt, wir sehen hier das 12. Haus, natürlich auch im 3. Haus. Das heißt, vom Schmäh Allah kann die Wirtschaft nicht mehr weiterleben. Ja, wir erfahren jetzt, dass im Pensionssystem Überschüsse sind, und gleichzeitig erfahren wir, dass jeden Tag Milliardenbeträge für irgendwas anderes zur Verfügung gestellt werden. Also das ist in etwa so, ja, wenn man sagt, ja, Sie haben hier 20 Euro gewonnen und jeden Tag werden 5.000 Euro ausgegeben. Ich weiß nicht, ja, ob da die Relation gegeben ist. Ich würde sagen, nein, aber das durchschauen mittlerweile ohnehin schon alle. Also das heißt, wir sehen hier im 3. Haus, spielt es sich gewaltig ab. Und zwar hier, würde ich sagen, sehen wir ganz klar den Niedergang der Wirtschaft. Logisch. Und mit Spitze 3. Haus im Steinbock ist es sowieso schwer für die Wirtschaft. Gleichzeitig sehen wir Herrscher von 3 in 4. Das heißt, die Wirtschaft versucht, im eigenen Land Fuß zu fassen, was natürlich auch schwierig ist. Saturn hat natürlich seine Schwierigkeiten, denn Saturn hat das große Problem über das Halbsextil mit dem Herrscher des 5. Hauses, mit dem Wachstum. Ja? Das Wachstum, welches aus Kerzenwachs besteht, welches in den Händen zerrinnt. Also das heißt, wir haben hier den Überlebenskampf, ja? Den Überlebenskampf der Wirtschaft, relativ leicht herauszulesen. Gut, wen haben wir noch vergessen? An sich habe ich bis auf Mars alles so genannt, denn ja, den Uranus habe ich en passant genannt. Uranus wollte ich, nein, ich habe ihn nur angesprochen, aber nicht explizit herausgegriffen. Das heißt, Uranus steht als Herrscher von 4 in 7 an sich für den Versuch, mehr Wärme, mehr Liebe, mehr Herzlichkeit in Beziehungen zu bringen. Aber in Wahrheit ist es ja hier Uranus, der für den Ego-Trip steht, für die Vereinsamung, für die Distanz. Ja, die Distanz in der Beziehung, das heißt, Beziehungen werden auf neue Beine gestellt, Beziehungen werden neu definiert werden. Ja. Also das heißt, hier sehe ich indirekt natürlich auch einen starken Schlag gegen das Patriarchat, auch wenn es nur ein Wochenhoroskop ist. So habe ich doch die Zeitqualität hier sehr intensiv drinnen und bin schon neugierig, wie das morgige Sonnenaufgangshoroskop dann aussehen wird. Hier haben wir dann die Zeitenergie extrem unmittelbar. Ja. Also das heißt, da sind wir dann wirklich am Puls des Geschehens. Wir haben hier den Mars eingeschlossen, rückläufig, also stark geschwächt, ja, als Herrscher von 6 in 8, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, das heißt, die Frostschutzwirkung ist schwächer als von den Verursachern erhofft. Das heißt, hier sehen wir zum Glück, dass das Ganze jetzt einmal abschwächt, und das ist, würde ich sagen, ein gutes Zeichen. Aber auch der Herrscher des 2. Hauses, der Niedergang des Finanzsystems, macht hier mal Pause. Das heißt, hier ist jetzt aus irgendeinem Grund Aufschub gewährt, aber trotzdem haben wir hier die Nervosität bezüglich Verlusten im Finanzsystem. Ganz klar, gar keine Frage mehr. Die sogenannte Derivateblase, auf deren Platzen warten wir ja schon täglich. Und zwar das schon seit mehr als, naja, seit wann? 2008 war das die Lehman Brothers Pleite. Ich meine, das ist seit 14 Jahren überfällig. Ja? Und davor war sie auch nicht im Plusbereich. Also das heißt, wir warten und warten und warten auf Godot, und eines schönen Tages wird dann auch diese Frage beantwortet werden. Ich würde sagen, wir springen gleich in die Frage des Tages, wie auch immer. Und zwar 1666 Stimmen haben mitgemacht. Wir erinnern uns noch wehmütig an das Jahr 1666. Du weißt ja,
Grund- und Seerecht, die Geburtsurkunde, wunderbare. Ja, die Grundrechte, die hängen aber mit dem Meeresgrund zusammen, wollte ich nur am Rande erwähnen. Ja, seit Februar 2022 tobt ein furchtbarer Konflikt in Osteuropa. Was könnte der Grund dahinter stehen? 20% meinen, naja, Framing in Richtung Dritten, ja, das wissen wir, das ahnen wir. 2%, haben wir das nicht gesehen? Ja, beim Xi Jinping-Empfang, hat aber nichts mit Skifahren zu tun. Und zwar, da haben wir doch tatsächlich die alte Sowjetflagge gesehen. Gell, komisch, hat das einen Bezug? Oder es war eine, wie sagt man, ein Computerfake. Mittlerweile weißt du ja nichts mehr, ja? Man weiß ja gar nichts mehr, was hier verbreitet wird. 51%. Ablenkungsshow, ja, da könnte schon sehr groß was dran sein. Ich würde diesen Punkt eindeutig unterstreichen und er hat auch mit 51% die eindeutige Mehrheit. 2%, der Messias hat es uns ja erklärt, was er von den slawischen Völkern so laut nachgedacht hat. Kann man überall nachlesen. Er ist ja der Messias, muss man wissen. Er ist unser Messias, den wir so lange vermisst haben. 24%, lukrative Entsorgung von veraltetem Schrott. Ja, warum nicht? Warum? Ich meine, jeder, der sich ein bisschen auf dem neuen Gefechtsfeld auskennt, so ein bisschen, ja, der weiß, dass mit den Rostpötten da kein Stich mehr zu machen ist. Ja, es ist halt ein, wie sagt man, ja, ich sage nichts mehr dazu. Ja. Ich meine, es hat sich alles geändert. Die Ritterheere der Vergangenheit gehören eben zur Vergangenheit. Christoph schreibt ein Welttheaterstück. Ja, der Akt 2022, Szene 2. Na, da sind schon viele Szenen gekommen. Die Gesine schreibt, wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, auf das auf uns wartet. Naja, das sozusagen uns stark macht, ja. Das kann ich leider nicht vorlesen. Roswitha schreibt, finde aus jeder Antwort, was passen könnte, aber die Panik wird nochmal in die Höhe getrieben. Richtig, liebe Roswitha, damit hast du mir dann auch ein gutes Stichwort geliefert, weil darüber wollte ich nämlich auch sprechen im Abschlussminutentext dieses Teiles. Ja, die Menschen in Angst und Schrecken halten, damit sie vom Selbstdenken oder Selberdenken abgehalten werden. Richtig, so sehe ich das auch. Genau das ist der Punkt. Und jetzt... Ich habe mir gedacht, was ist, wenn ich die Geräusche im Hintergrund lasse, stört das? Naja. Ich lasse ihn mal weg. Und das Bild zumindest ist schon mal angenehm. Das heißt, wir sehen jetzt eine Paradigmenwechselsituation. Und die Satanisten wissen das natürlich auch. Und deswegen werden sie alles versuchen, das Ruder rumzureißen, was ihnen natürlich nicht gelingen wird. Aber sie werden noch einmal alles, wie man so schön sagt, in die Schlacht werfen, in die Propagandamaschinerie hineinwerfen. Du hast hier in dem Horoskop ganz klar gesehen, ich meine, ich kann das hier nochmal anhalten, wir haben hier ganz klar gesehen, wie stark das dritte Haus besetzt ist, ja? Wie immens stark das dritte Haus besetzt ist. Und natürlich mit Pluto in 3, das ist die Macht der Worte, die Manipulation, gar keine Frage. Also das heißt, hier haben sie den Versuch, ja, dass sie wieder alles in die Propagandamaschinerie hineinwerfen. Das heißt, bitte, bleiben wir in unserer Mitte. Es ist jetzt eine schwierige Situation, gar keine Frage. Ja, überhaupt keine Frage. Und wir werden mit schwierigen Situationen konfrontiert werden, auch keine Frage. Wir werden mit persönlichen Verlusten konfrontiert werden, auch keine Frage. Ja. Also volles Programm. Man kann wirklich sagen, hier wird kein Auge trocken bleiben. Und in der Gewissheit deswegen müssen wir uns damit anfreunden, dass wir es hier mit einem Prozess zu tun haben, der für unser persönliches Weiterkommen wichtig ist. Mal ganz ehrlich, hättest du dich freiwillig weiterentwickelt? Also ich kann es von mir sagen, nein, sicherlich nicht. Wenn etwas angenehm ist, wenn etwas passt, dann ist man so in einer Wohlfühlspirale, aus der man nicht heraus möchte. Aber die Wohlfühlspirale ist halt oft trügerisch, denn wir sollen weiterkommen. Und unser Ziel ist eben, ja, ich habe es immer wieder betont, du weißt, worum es hier geht. Und das spirituelle Erwachen meint halt, dass wir eben mit diesen feinstofflichen Energien in Kontakt kommen. Und dazu ist die Devise, oder lautet die Devise,
Umverteilen von Energie. Und Umverteilen von Energie bedeutet, dass wir von dieser Matrix, vom Besitz, von Abhängigkeiten, von was es auch immer ist, ja, uns lösen. Ja, dass wir uns mehr und mehr lösen. Ich habe nie gesagt, alles wegschmeißen. Ich habe nie gesagt, alles aufgeben und fallen lassen. Und sozusagen wie Onkel Klausi als Bettelmönch in Davos herumstolpern. Das habe ich nie gesagt. Ich habe immer nur gesagt, die Bedeutung von den Dingen herausziehen. Wie auch der Schamanismus immer wieder davor gewarnt hat, Kraftobjekte zu schaffen. Kraftobjekte, also Fetische, Dinge, die mir so total wichtig sind, an denen mein Herz hängt. Von solchen Dingen sollte man sich quasi distanzieren. In dem Sinne, alles Liebe und einen gelungenen Kalender Donnerstag, dein Astrowolf. Und heute ein bisschen aufpassen, weil Freitag und morgen Samstag sind halt eben nicht so die guten Wochentage. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.